Odessa is an international company, but with a local view. Our business is very simple, but to do it, to have a customer happy with the quality, you have to manage a lot of things. For us in Spain, maybe we are taking off now, still. We are, in a way, gaining altitude if we were in a plane, and still growing and very quickly. Am Anfang hatten wir täglich 40 Importpakete und 2 Exporte pro Monat. Und dann ist jemand gekommen und gesagt, irgendwann werden wir mal 5000 Tagespakete haben. Alle haben gedacht, dumm. Und in 3 Jahren haben wir diese 5000 erreicht. And we know what we have to do. We have to deliver parcels with the best possible quality. Offenheit gehört dazu, zu dem Spirit. Wir packen es an. Es ist eine sehr starke Anpackmentalität. Dass wir wirklich am Kunden dran sind und nah dran sind. Wir haben ein gutes Team und damit meine ich eben die Kombination aus den alten Haudegen, die wissen, wie es geht, und auf der anderen Seite den jungen Wilden, sage ich mal, die versuchen, das Ganze in das nächste Zeitalter zu übersetzen. Die Liebe zum Paket, die ich höre, wenn Leute darüber sprechen, Schachteln, Pakete, also das ist was, was mich auch berührt. Man sagt, okay, ich sehe, dass die Leute ihr Produkt mögen und trotz aller harter Arbeit einen Respekt davor haben und trotz aller Hierarchien letzten Endes sagen, wir arbeiten daran, dass dieses Paket heile in der richtigen Zeit zum glücklichen Kunden kommt. German Parcel, Markenartikel der Paketlogistik. Die Konkurrenz hat gesagt, was wollt ihr überhaupt? Es gibt so viele Paketdienste, da habt ihr eh keine Chance. Das waren die Worte, das war eine harte Zeit. Du wurdest belächelt und manchmal sogar fast bedauert. Eins der schlimmsten Dinge, die einfach auch aus der Welt geschafft werden mussten, war, ist denn überhaupt noch Platz für einen zusätzlichen Paketdienst? Bei den sogenannten gelben Diensten sieht sich die Post immer mehr Konkurrenz ausgesetzt. So zum Beispiel bei der Beförderung von Paketen. In Neuenstein bei Bad Hersfeld wurde heute das neue Zentrallager des Paketdienstes German Parcel Service eingeweiht. Ich glaube, Herr Back war, nachdem er mir zugesagt hatte und nach Hause gefahren war, ihm war wohl nicht ganz klar, auf was er sich da eingelassen hatte. Jedenfalls rief er mich 2 Tage später an und sagte, Herr Böß, ich muss Ihnen leider absagen. Übrigens, was ich jetzt erzähle, das habe ich in der Öffentlichkeit noch nie erzählt. Und dann habe ich Herrn Back am Telefon gesagt, ich sage mal, lieber Herr Back, ich war ja von ihm überzeugt und ich wollte ihn. Aber lieber Herr Back, das können Sie mir nicht antun. Dann sagte der Manfred Böß zu mir, das hätte er nicht von mir gedacht, ein Wort muss man halten. Und das hat mich dann umgetrieben. Ich habe darüber nachgedacht und habe gesagt, eines der wichtigsten Werte ist Verlässlichkeit der Aussagen, Verlässlichkeit in seinem Handeln. Und wenn man zusagt, muss man auch halten. Gibt es ein gutes Sprichwort? Es ist besser, du versprichst nichts, als du hältst nicht, was du versprichst. Kommt aus der Bibel. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, wenn du mich noch willst, ich habe zugesagt, ich mache das.
schlaflose Nächte gibt es immer dann, wenn man enorm wächst und die Technik auch viel von einem abverlangt. Wir haben damals mit einem MS-DOS-Programm gestartet und haben dann, als wir die mittlere Datentechnik eingeführt haben, die damals war das eine kleine Surfer-Technologie, das war nicht ohne Herausforderungen für alle. Wenn da was schiefgegangen wäre, hätte die ganze Firma gestanden, wäre kaputt gegangen. Und da ist man diese Risiken eingegangen. Wir waren mutig. Wir waren sogar richtig mutig. Wir waren sogar sowas von mutig. Also wenn ich darum mal zurückblicke, und uns hat der Mut nicht verlassen. Als wir den Namen erfunden haben, German Parcel, und den an die Öffentlichkeit brachten, kriegten wir sofort eine einstweilige Verfügung vom deutschen Paketdienst, die sagten, ihr könnt euch nicht einfach German Parcel nennen, das ist das gleiche wie der deutsche Paketdienst, nur auf Englisch. Es wurde gerichtlich durchgefochten und wir haben obsiegt. Und dann ging es los. Ich habe ein einziges Mal erlebt, wo ich ganz zu Anfang meine Löhne nicht zahlen konnte und wo ich vor einem Banker gesessen habe, der zu mir gesagt hat, was gibst du mir für Sicherheiten? Ich brauchte 1 Million D-Mark damals. Und dann habe ich gesagt, meine Augen, ich kann dir nicht mehr geben, als dass ich sage, wir werden es schaffen. Und er hat es gemacht. Ich bin deshalb bei ihm geblieben, solange er da war und habe mir eins geschworen, es wird nie wieder eine Situation kommen, wo ich nicht genügend Liquidität habe. Und so ist es auch gekommen. Ich wusste am Anfang gar nicht, wer es ist. Erst als es jemand gesagt hat, das ist Herr Back. Da bin ich aber schon mit ihm in einem Container gestanden und haben Pakete ausgeladen. Da war er mit drin. Da war alles noch provisorisch und da habe ich gedacht, hey, der packt an. Das Risiko, dass das hätte scheitern können, war enorm groß. Aber dieses Vorwärtsmarschieren, was wir alle miteinander gemein hatten, das brachte uns einfach gar nicht zum Überlegen. Wir haben da gar nicht drüber nachgedacht. Einer unserer Gesellschafter war der IT-Papst. Und er meinte, alles läuft im Batch-Verfahren. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Und ich durfte keine Mitarbeiter einstellen für IT. Dann habe ich Hallmitarbeiter eingestellt, die auf der Payroll immer in der Halle waren, aber eigentlich waren es IT-Mitarbeiter. Weil es läuft natürlich nichts im Batch-Verfahren. Und es läuft bei der IT natürlich nie immer alles rund. Das war vor ganz zu Anfang langer Zeit, genauso wie es ja nicht heute schon so ist. Man muss immer mit diesen Überraschungen rechnen. Und German Parcel war meine Firma, GLS. Ich empfinde es als meine Firma. Ich weiß, dass ich bin Angestellter, aber es ist halt selbst gebaut. Und da gibt es schon kritische Situationen. Da gab es keine irgendwie Tabuthemen. Wir haben uns offen ausgetauscht, auch über Schwierigkeiten, kritische Dinge. Also ein sehr herzlicher Empfang eigentlich in jedem Land. Das fand ich super toll und sehr bemerkenswert. Das ist auch etwas, was meiner Meinung nach GLS auszeichnet. Wir haben ja das Glück, dass man 2 Monate erstmal auf Tour durch Europa geschickt wird. Man lernt unglaublich viele Menschen auf einmal kennen. Man lernt dann die internen Prozesse und Abläufe kennen. Also es ist eine Druckbetankung. Mein allererster Tag der Einarbeitung war tatsächlich in Hamburg. Und dort bin ich am zweiten Tag direkt eine Route mitgefahren mit einem Zusteller in einem Außenbezirk von Hamburg. Es war ein Gentleman, ich musste nicht so viele Pakete tragen, aber ich hatte sehr, sehr großen Respekt, weil die ersten paar Adressen, die wir hatten, alles in Hochhäusern waren und der Aufzug nicht funktionierte. Mitzuerleben, dass es kein dummer Auslieferungsjob ist, sondern dass die Leute echt klaren Verstandes sein müssen, organisiert, strukturiert, sonst ist der Job nicht zu schaffen, fand ich extrem beeindruckend. Ich weiß, es geht. Und geht nicht, gibt es eigentlich nicht.
Und als wir hier unseren Sorter angeschmissen haben und das Licht ging aus und ich hatte 5000 Schachteln drauf liegen, da habe ich auch gesagt, du liebe Zeit, jetzt hast du hier so eine Riesenanlage gebaut und hast keine Sicherung dabei. Aber es findet sich immer eine Lösung und ich bin eigentlich davon getrieben, diese Lösung zu finden, zum Wohle aller, mit denen ich zusammenarbeite. Wir waren damals 3 Mitarbeiter im Depot. Da hat ja im Prinzip jeder alles gemacht. Dann diese 8 Transportunternehmer und die 2 Fahrer, die wir hatten. Das sind dann auf einmal aus den 240 Pakete, das sind 1000 geworden, 2000, 3000, 4000. Und die sind teilweise über Nacht hereingebrochen. Und da musste natürlich das Depot komplett zusammenstehen. Da hieß es nur, morgen kommt so viel, da waren die alle da. Ja, dann fiel die Mauer. Und dann ging es natürlich los. Und wir mussten ganz schnell sehen, dass wir in den neuen Bundesländern unsere Paketdepots bauten. Die Wende war an sich für uns ein Segen, dass Herr Back und seine Mannschaft einmal den Mut hatten, aber auch sich durchgesetzt hatten bei den Gesellschaftern, dass dort nicht jetzt wieder die Gesellschafter einzelne Franchise-Gebiete suchen, sondern dass jetzt die Zentrale gesagt hat, die Verantwortung übernehmen wir. Wir sind nicht nur diejenigen, die über euch schimpfen, wenn irgendetwas schief geht, sondern wir zeigen jetzt auch mal, dass wir als Zentrale in der Lage sind, systemgeführt das aufzubauen. Herr Back, aber mal ganz ehrlich, die Frage ist, ob Sie genauso Bad Bamberg irgendwo in Münster oder den Bauernhof aus Frühm beliefern würden. Also ob Sie praktisch sich auch damit anfreunden könnten, dass Sie dann irgendwann eine Versorgungspflicht erhalten. Also wir versorgen heute schon die Hallig mit Pferdefuhrwerken. Wir fliegen auf die einzelnen Inseln heraus und auch die Alm wird bei uns mit Zustellung versorgt. Hey Sie, passen doch auf. Singst denn nicht, dass ich da jetzt gerade putze? Was wollen Sie denn überhaupt da? Ich habe ein Paket für Familie Müller, das ich gerne abgeben möchte. Was? Für die Familie Müller? Die sind ja nicht daheim. Er arbeitet den ganzen Tag und sie geht spazieren in der Stadt rum. Okay, geben Sie es mir, das Paket. Bei der Privatzustellung liefern wir von German Parcel extra zwischen 13 und 20 Uhr aus, damit wir den Empfänger auch wirklich antreffen. Ah, so spät noch. Und wie heißen Sie? Wie heißt das, was Sie da sagen? Die Firma German? German Parcel. Ah, German Parcel. Ich habe bestimmt Fehler gemacht. Aber wir waren mit der Privatlogistik ein bisschen früh. Wir haben angefangen, Privatlogistik in der zweiten Welle zu fahren. Und nach anderthalb Wochen haben wir festgestellt, das ist viel zu teuer. Zweite Welle heißt, unser Zentralumschlaf läuft ja nachts, die Verkehre kommen hier abends rein und gehen nächsten Morgen früh wieder raus, 2 Uhr, letzte Zug geht raus. Und dann wollten wir halt eine zweite Welle fahren, morgens um 2 und dann nachmittags zustellen. Die Privatlogistik, 1994, das ist in die Hose gegangen. German Parcel mit seinen Gesellschaftern, mit seinen Freunden. Was wir hier heute erleben, das ist German Parcel Life. Das ist die Realisierung einer Idee. Es saßen einmal in Fulda einige German Parceler zusammen, um über das neue Produkt Privatlogistik nachzudenken. Da wurde diese Idee geboren. War es ein Fehler? Ja, es war ein Fehler. Hat es Geld gekostet? Ja, es hat Geld gekostet, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und so ganz falsch waren wir nicht. Wir haben es jetzt ein bisschen anders organisiert. Und dann habe ich halt gesehen, wie der Herr Bagdor weiter Gas gibt und auf dem europäischen Markt tätig wird. Und dann ist es aber auch wirklich rasant schnell gegangen. Ein deutscher Paketdienst, der keine Exportfähigkeiten hat, ist in der heutigen Wirtschaft nicht überlebensfähig. Das war mir klar. Als die Grenzen gefallen sind, war das die Chance zu wachsen. Und deshalb mussten wir in sehr kurzer Zeit Systeme entwickeln und aufbauen, die unseren deutschen Kunden es ermöglicht, Exporte zu generieren. Der Unterschied zu anderen Systemen war, wir haben es nicht nur aus der
deutschen Exportsicht gesehen, sondern ich habe daran geglaubt, dass jedes europäische Land die Chance für Export zu generieren hat. Und insoweit habe ich immer den Netzwerkgedanken gesehen. Das heißt, ich musste jetzt keinen Zustellpartner in Spanien haben. Ich musste auch dem Spanier die Gelegenheit geben, europaweit zuzustellen. Und dieses Netz, dieses Systemgedanke, ist ein Unterschied gewesen zu allen anderen Wettbewerbern, die einfach nur Zustellpartner brauchten. Wir haben ein europäisches System entwickelt. Logistische Spitzenleistungen entscheiden über Erfolge jeden Tag. Die Nutzung internationaler Synergien schafft ein flächendeckendes System optimierter Transportlogistik. General Parcel, Markenartikel der europäischen Paketlogistik. Paketversand in dieser Form, wie wir ihn damals angeboten haben, oder wir, nicht wir als General Parcel, sondern wie unsere Partner, also wie German Parcel ihn angeboten hat oder die anderen Partner innerhalb des Netzwerkes, war relativ neu. Und viele Kunden haben sich natürlich in erster Linie gefragt, ist schön, wenn ihr mir versprecht, wie das geht. Passt das von der Leistung hinterher auch, dass euer Versprechen eingehalten wird? You're working so hard, working to refine. Give them the best you can, you're one of a kind. Also wir haben viel natürlich von German Parcel übernehmen können. German Parcel hat zu dem Zeitpunkt schon eine nationale Qualitätssicherung gehabt, die wirklich gut funktioniert hat. Viele Ideen, die dort entwickelt worden sind, konnten wir einfach eins zu eins übernehmen. Und was aufzubauen, was vorher noch keiner gemacht hat, und die Idee dieses Paketdienstes auf ganz Europa mit einer sehr ähnlichen Produktion, zumindest was den grenzüberschreitenden Verkehr betrifft, tatsächlich zu realisieren, war extrem herausfordernd und hat einen Haufen Spaß gemacht. Der Aufbau ist das eine. Dass man eine solche Maschine, Paketmaschine, ständig am Laufen lassen muss, ist auch eine Herausforderung. Und wir mussten ständig wachsen, wir mussten uns neue Produkte ausdenken, wir mussten neue IT-Entwicklungen implementieren. Das war nicht langweilig, was kommt jetzt? Schwierig wurde es, als dann die Post quasi in die Freiheit entlassen wurde und angefangen hat, die Kooperationen durch Aufkäufe zu verändern. Es musste etwas passieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch Kooperationspartner in allen Wirtschaftsräumen Deutschlands ist IDS immer in der Nähe. IDS. IDS ist die Abkürzung für Interessengemeinschaft Deutscher Spediteure. Eine ganz wichtige Sache war für mich persönlich ausschlaggebend, dass das Mergen von IDS und German Parcel nicht zustande gekommen ist. Wenn wir das geschafft hätten, wären wir in Deutschland und Europa unschlagbar gewesen. Ich denke, fachlich waren wir ja nicht uneinig. Das war eine emotionale Diskussion, Mittelstand gegen Konzernführung letztendlich. Und es war schon aufregend und es hat mich auch berührt. Wir haben es nicht geschafft, sie zusammenzubringen. Wir haben einen neuen Weg gefunden. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. So the whole of this idea was trying to convince as much the people in our own organization that this was a really good deal, that it gave us the opportunity to compete with people we'd always competed with, Germans and the Dutch in particular, but also to get a foothold in Europe, because all of us thought that with European deregulation, the market would become a European market much faster than in fact it has. But we could just see other people having the speed to move, and we didn't have anything like that. And we were still having the politicians saying, no, no, you're a government organization. Yes, we expect you to be commercial, as politicians always do. But they weren't giving us the tools to do it. So this was really the very first big effort that we made. So that was hence the Super League. And I was trying to remember last night who phoned who. But we ended up speaking on the phone and arranging this dinner. We had it in Frankfurt, obviously somewhere of Rico's choice. And we knew immediately that we were going to get on because we both liked good wine, which was an important cultural bonding. When I went to bed that night,
I thought, I want to do this deal. Well, first of all, we were pleased that we'd actually found a company that might work for us, because TNT were going in one direction, DPD were going in another direction. Because we'd had trouble here with our own government in getting them to give us the freedom to go and buy a company or do some kind of deal in Europe, we felt that we were losing out, and we were really worried that we wouldn't have the choices. And I guess when Jerry first came to me, the first reaction was, oh, that's great. We found somebody maybe we can do a deal with. And then he said to me, it's a franchise organization. And I said, ah. Wir hatten nächtelange Sitzungen mit unseren Gesellschaften, wo die gesagt haben, warum sollen wir verkaufen? Es läuft wunderbar, endlich verdienen wir Geld, wir sind auf dem richtigen Weg, jetzt kommen die Engländer. Das war nicht so einfach. So we knew where we wanted to go, we were both determined to get there, and we were both determined to make sure that we gave each other everything we possibly could in terms of doing that. And we built up this very good working relationship between two incredibly different people. You know, a shy Englishman and a pretty outgoing extrovert German. Wir hatten 24 Gesellschafter und die Firma hat sich sehr gut entwickelt und einige von denen wollten nicht verkaufen. Und entweder alle oder keiner war die Aufgabe von mir. Ich lag seit 14 Tagen im Bett mit einer ganz schweren Grippe und bin mit meinem Sohn trotz ärztlichen Verbotes nach Frankfurt gefahren und habe die Unterschrift geleistet. Der kleine Bär ist jetzt Engländer. Die britische Royal Mail kaufte seinen Arbeitgeber German Parcel, Deutschlands viertgrößten Paketdienst mit 700 Millionen Mark Jahresumsatz. Ich war auf der einen Seite froh, dass es geklappt hat, weil ich glaube, das war für die Firma das Richtige. Und ich war auf der anderen Seite, ich sag mal, so ein bisschen gespannt, naja, was wird denn das jetzt für dich? Wie wird denn das für dich sein? Wird sich der Käufer an das halten, was er versprochen hat? Da war so ein bisschen Fragezeichen dabei, aber wir haben zumindest die Translation fertig gehabt und das war das Ziel. Hi, my name is Anna. I'm working at GLS Ireland. Hi, I'm Marietta from GLS Hungary. Hello, I'm Bettina from Denmark. And one of the things that was starting to emerge before we even knew Rico was that we wanted a company with a chief executive that we could keep. What we didn't want to do, because we just didn't have the knowledge, was to say, oh, we're going to take a Brit and just put them in the company. We felt that was, I felt very strongly that that was absolutely wrong. We had more to learn from them, from German Parcel and from GLS, than they had to learn from us. And therefore it was very important that within the boundaries, it's still being part of a public company, you know, money had to be properly looked after, proper governance and controls, that we would give them as much freedom as I could deliver from the Royal Mail bureaucracy. Obviously, one of the big challenges was the major differences in culture across Europe. We took the people who we were going to be working with, Rico organized it, to Mallorca. Day one, nobody talking to each other. Everybody suspicious. Day two, just starting to understand. A very good dinner on day two. And then on day three, when we brought the whole thing together, actually a euphoria about the place, you know, this an excitement about the place. I think that three-day event was the heart of the success of GLS, because we got people at the end of those 3 days, they bought into the vision for GLS and they understood that actually this could be quite successful for us but also for them. I can remember our auditors saying, we want to go and audit it. And I said, no way. I don't want anybody going over there who isn't part of the board. They can go and see it because I think we can learn. But no way do we want
our bureaucracy going across the channel to stifle what I hoped would happen. Und wir haben in Gatwick, ich kann mich noch gut daran erinnern, in einem Raum gesessen, der war sehr unangenehm, der war warm, kahl, und es saß John Roberts, John Jerry Korb und ich da. Und ich habe gesagt, pass auf, ihr müsst euch jetzt Folgendes überlegen. Wir machen eine Strategie. Da rede ich und streite mit euch so lange, bis wir Einigkeit haben. Nach der Strategie machen wir ein Budget. Dann rede ich mit euch und streite, bis wir Einigkeit haben. Solange ich die Strategie und das Budget bringe, lasst ihr mich das machen. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr euch jemand anders suchen. Ich helfe euch dabei. Und solange wir geliefert haben, durften wir dann auch machen. Da hat die englische Post dann auch die Freiräume eingeräumt, die man brauchte, indem man in ganz kurzer Zeit, Speed before Structure, die ganzen Firmen gekauft hat. Das waren über 70 Transaktionen, die wir gemacht haben in anderthalb Jahren. Es ist nicht mehr so einfach, so eine Firma zu kaufen. Da sind viele Emotionen mit dabei. Es geht nicht nur um Geld. Es war notwendig, eine neue Identität zu schaffen, eine europäische Identität. Jedes Unternehmen war stolz auf ihren Namen. Netherlands Packetdienst, Packetrans Dänemark, Extant in Frankreich. Direzione Gruppe Exekutive. Alle waren stolz auf ihre landesspezifischen Namen und Identitäten. Und ich wollte diese ihnen lassen, aber gleichzeitig oben drüber ein europäisches Haus bauen, auf das wir auch alle stolz sein können. We are able to act locally, to be closer to the local needs, to have very motivated people across the country. Aus diesem Grunde müssen die Menschen in ihrem Land, in ihrer Strategie sagen, das ist meine Strategie, damit sie dann in ihrer eigenen Mentalität und Kultur, die respektiert werden muss von jedem, ihre Unternehmung nach vorne bringen können und damit letztendlich auch die Gruppe GLS. In der Markt sind wir relativ schnell in Position 1 gekommen, von Qualität, vom System her und später auch mit der Mengen. Und nach der erfolgreichen Wachstum von Ungarn haben wir in 2004, wenn diese 10 Länder zu EU gekommen sind, sofort Slowakei geöffnet, ein Jahr später Tschechien, 2007 Rumänien und im 2013 Kroatien auch. It is the courier that delivers quality. That's our image in Italy. That's our that's how we are felt on the market. So our vision is to become the best parcel company in Spain and the best solution for Europe also. And I think we have already accomplished one part of it, so to be known in Spain as the best solution to make your business enter Europe. And now the next step is to be the best solution in Spain also. The last example we did is when we launched the Flex Delivery service. It's a real success, and the value added of this service is more than we expected it in our budget. It's very, very positive. GLS entwickelt sich. Es hat sich immer entwickelt. Nichts ist beständiger als der Wandel. Wenn wir heute sagen, wir sind glücklich, weil wir wachsen national, wir wachsen Europa, dann haben wir eigentlich schon verloren. GLS an sich steht sicherlich vor einigen Herausforderungen, aber GLS ist auch fantastisch aufgestellt. Und jetzt kann man eben an die Lösungen herantreten und sagen, Paketshops zum Beispiel oder Paketbox. Ja, wir werden zunächst mal Technologieführer in unserer Industrie. Ja, zum Beispiel mit der Paketbox. Da sind wir in den Fähigkeiten massiv dem Wettbewerb überlegen, was das Produkt an sich angeht. Die Frage ist, welche Rolle spielt China im internationalen Logistikmarkt? Das ist der größte Paketstrom der Welt, der von China entweder nach Nordamerika oder Europa geht und umgekehrt. Und die Frage ist natürlich, wie können wir vielleicht von diesem internationalen Geschäft besser partizipieren, als wir es heute tun?
es wird anders, aber keine Sorge, da ist eine Zukunft für uns. Und wir werden diese Zukunft auch bauen und es wird auch erfolgreich sein. Es gibt keine Alternative. Wir werden erfolgreich sein. Und wenn es ganz anders ist, dann ist es anders, aber erfolgreich. Aus Cherm Pasel ist GLS geworden. But GLS is for me. Garant für eine sichere Existenz. GLS bringt Freude. It is so peculiar compared to other big companies, you know. Für mich Familie. Bisher eine wunderbare Zeit und eine wunderbare Chance zur Weiterentwicklung. Ein Stück zweites Zuhause. It's right for the market it serves. Eine Lebensart. It's a pleasure. You can trust in GLS. Bestätigung. Geborgenheit. Erfolgsmodell. GLS ist schön. Dynamic. Klasse. Heimat? GLS is the glue that brings together the whole of that logistics system throughout Europe. And without GLS, there's no glue. Die Farben heißen Europa und der Pfeil heißt Dynamik.